Ich bin Alexei von Lecky und seien wir doch mal ehrlich, physische Schlüssel sind echt unpraktisch. Wenn man die vollständige Kontrolle über den Zugang zu seiner Wohnung haben will, dann kann man entweder den ganzen Tag zu Hause verbringen oder man macht sich 1000 Kopien von seinen physischen Schlüsseln. Wir haben eine Umfrage durchgeführt mit über 200 Teilnehmern und da kam Folgendes raus. Die Leute wollen ein intelligentes Türschloss, also Smart Locks. Aber es gibt noch keins, das auf die besonderen Bedürfnisse von Wohnungsmietern angepasst ist. Diese Bedürfnisse sind auch nicht besonders kompliziert. Wohnungsmieter wollen, dass man von überall beide Türen öffnen kann. Also die Haus- als auch die Wohnungstür. Und dieses Problem lösen wir eben mit Lecky. Jetzt zu unserem Produkt. Das besteht aus zwei Komponenten. Komplette Plug-and-Play-Installation ist super einfach. Man muss nicht irgendwie rumschrauben oder sowas. Man bringt eins an der Tür an, das andere an die Sprechanlage. Genau. Das Ganze ist in der Wohnung, wie man hier sieht. Man muss seinen Vermieter also auch nicht fragen. Und die alten Schlüssel funktionieren auch weiterhin. Zur Funktionalität. Man kann eben von überall, auch wenn man in Australien ist, kann man bei sich in Deutschland beide Türen öffnen. Man kann Zugänge vergeben. Man kann, also zeitlich begrenzte Zugänge auch, ja, an Gäste. Man kann, man hat ein Protokoll, ja, man kann gucken, sind die Kinder leben nach Hause gekommen, war der Postbote da oder hat er wieder sich Ausreden irgendwie ausgedacht. Und wir bieten auch einen Einbruchalarm sowie ein Sicherheitsupgrade durch Anwendung von hochinnovativer Blockchain-Technologie. Da schreibe ich auch gerade meine Bachelorarbeit darüber. Vielleicht springt da auch ein Patent bei raus, hoffentlich. Zu den Wettbewerbern. Es gibt noch kein solches Produkt im B2C-Markt, das beide Türen öffnet. Das gibt es nicht. Und auch niemand von denen verwendet Blockchain. Gemäß dem Motto von Peter Thiel, Start Small and Monopolize, wollen wir klein anfangen, nämlich bei den 600.000 Airbnb-Hosts in der EU. Das sind unsere Early Adopter sozusagen. Und dann gehen wir auf die Wohnungsmarkt, das sind 90 Millionen. Und dann Seniorenzentren, betreutes Wohneinrichtungen und so weiter. Das Geschäftsmodell, wir wollen unser Produkt super zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis verkaufen und dann aber das Geld über Software-Abonnements reinholen, bei den Power-Usern. Das haben wir auch schon validiert durch die Umfrage. Airbnb-Hosts wären eben bereit, monatlich für extra Services Geld zu bezahlen. Genau. Zur Timeline, wir haben angefangen im Dezember. Da haben wir einen kleinen Startup-Wettbewerb am KIT gewonnen. Dann waren wir auf der CeBIT, auch gefördert vom IFEX, Landesbaden Württemberg. Das war echt toll, die CeBIT. Wir haben da ganz viele, super viele Kontakte und Kooperationspartner, ganz viel Feedback. Das war echt cool. Genau. Nächsten Schritte für uns sind, ist eine Kickstarter-Kampagne. Da könnt ihr gerne auch euer Geld mit reinlegen im Juni. Genau. Und danach starten wir hoffentlich die Massenproduktion. Unser Team ist hochkomplementär aufgestellt. Ich mache Software Development, Chris macht Engineering, Bianca macht User Experience und Design. Wir sind Lecky und wir öffnen die Türen der Zukunft. Vielen Dank.